Ich habe hier einen alten Fotoscheinwerfer von meinem Vater. Der war erst bei meinem Bruder, nur der hat jetzt so neue LED-Lampen und da braucht er die alten schweren Dinger nicht mehr. Und die will ich mir jetzt umbauen für meine YouTube-Filme. Und da war eine Blitzlampe drin und da soll jetzt hier so eine 500 Watt Nitrofot Glühbirne rein. Hier, die wird hier angepasst. Und da baue ich im Moment einen Lampenhalter. Also das muss da eingepasst werden. Da war vorher eine Blitzlampe drin. Das sind Stufenlinsenscheinwerfer. Kann auch hinten aufmachen und hier einstellen, den Fokus, ob der hell, breit oder weniger breit ist. Das war alles festgerostet. Das war ewig in der Garage. Und jetzt habe ich das aus der Garage geholt und machen wieder gängig. Also ist alles wieder schön gemacht. Und das machen wir heute. Und mal sehen, ob ich es nachher noch vorführen kann, dass es leuchtet. Die Lampe wurde von meinem Bruder mit einem Brownblitzeinsatz betrieben. Und es ist wichtig, dass er sie auch wieder so benutzen kann. Ich wollte aber zusätzlich noch eine normale Glühbirne mit Schoko-Steckeranschluss haben, dass ich die für mich benutzen kann. Und man sieht, die ist total verrostet, die Lampe. Da war alles festgerostet. Die steht seit Jahren in der Garage rum. Und als ich jetzt die Garage saniert habe, habe ich die Scheinwerfer auch in der Hand gehabt, da habe ich gedacht, den mache ich jetzt in Ordnung. Jetzt ist es zurückgelegt und dass man es zurückbauen kann, wenn mein Bruder wieder blitzen will, aber er hat seit Jahren nicht mehr benutzt. Und das ist der Schaltplan und naja, das ist halt jetzt so umgebaut, wie ich es brauche. Ich brauche ein Dauerlicht, welches zum Film geeignet ist und was sich einfach an eine Schokodose anschließen lässt. Und ich habe noch ganz viel von diesen 500 Watt Nitrofot-Fotobirnen und da habe ich dann gesagt, die baue ich da rein und dann kann man damit filmen und fotografieren an der Steckdose oder auch an den Ringkerntrafos, die ich habe, also an normalen Regelgeräten. So, jetzt haben wir hier die Birne eingebaut. Da ist hinten das Fokusrad. Und naja, so sieht die Lampe halt jetzt aus. Der andere Scheinwerfer war für meinen Bruder überhaupt nicht benutzbar und er war auch verrostet. Der hat einen schönen Projektionsvorsatz. Das werden wir in dem nächsten Video auch sehen, wie das aussieht, was man damit machen kann. Und jetzt habe ich die beiden Scheinwerfer getestet. Die haben jetzt beide 500 Watt Nitrofot Glühbirnen drin. Und das ist sehr schön, also. Und damit kann ich filmen und fotografieren und dazu braucht man kein Blitzaggregat. Also das Prohn-Ding braucht halt einen Blitzgenerator. So, ich baue jetzt hier so Rollstative für die Lampen und das ist noch ein drittes, das kann man auch als Fotostativ benutzen und das hat einen Teleskopmast und da wird jetzt hier aus diesem Aluklotz eine Klemmvorrichtung gemacht, damit das nicht runterfällt und das werden wir jetzt bohren und drehen und dass das so ein Teil ist, was eine Schraube kriegt und dann können wir das in einer bestimmten Höhe feststellen. So, jetzt wird hier die Mitte angerissen. Dann machen wir einfach von beiden Seiten eine Linie, in etwa in der Mitte. Und dann weiß ich, wo die Mitte des Klotzes ist. Da machen wir jetzt ein Körner hin. Und da wird dann reingebaut. So, jetzt wird hier gebohrt. Das ist Spiritus für Alu sehr gut. Als Schmiermittel und Kühlmittel und Antiverklebmittel. Das wird jetzt in drei Stufen aufgebohrt, durchgebohrt und dann müssen wir auf der Drehbank weiter aufbohren, weil mein dickster Bohrer, den ich habe, ist 22. Jetzt bohre ich erstmal mit 5 mm, dann werde ich mit
11 mm bohren und den letzten Schritt dann mit 22 und dann muss ich es auf die Drehbank spannen, das Teil, und dann wird es aufgedreht auf 48 mm, das ist der Außendurchmesser von dem Stativrohr, dem äußeren. Jetzt habe ich das festgestellt, falsch. Jetzt so ein 11er Bohrer. Das ist jetzt der 22er. So, jetzt haben wir das Teil mit einem 22er Loch und es muss jetzt auf 48 noch aufgedreht werden. So, jetzt ist das Werkstück hier auf der Planscheibe aufgespannt und wird von innen nach außen aufgedreht. Und das ist ein langwieriger Vorgang. Da gucken wir mal so in etwa, wie es geht. Da ist auch wieder Spiritus wertvoll als Schmiermittel.
merkt man, sobald man das reinspritzt, wird es leiser. So, das geht jetzt noch stundenlang weiter. So, jetzt habe ich hier schon über 40 mm, deshalb ist es abgestuft. Jetzt muss es aber noch von 44, die ich jetzt habe, auf 48 weiter aufgedreht werden. Dann machen wir mal einfach weiter. Ich habe hier Kettenfett fürs Motorrad. Das kann ich eigentlich nicht mehr brauchen. Ich habe mein Motorrad nicht mehr. Aber das kann ich hier als Schmiermittel benutzen. Ich habe jetzt knapp 45 mm, das muss noch weiter aufgebohrt werden. So, weiter geht's. So, jetzt ist das hier fertig. Das können wir hoch und runter schieben. Gängig machen und festklemmen. Da bewegt sich nichts mehr. Und dann habe ich hier noch so einen schönen Fotokopf. Alles noch sehr antiquarisch. Das können wir da jetzt draufschrauben. Runter machen und Kamera schwenken, quer schwenken. Da kann man die Kamera festdrehen und hin und her.
Jetzt haben wir also ein schönes, fahrbares Stativ. Ist doch schön. So, jetzt habe ich hier meine Studiobeleuchtung fertig. Ich habe hier 4 Regeltrafos. Dieser, der kann 2000 Watt, der kann 2000 Watt maximal. Und an dem hängt das Oberlicht. Das werden wir gleich sehen, wenn ich das aufdrehe. An dem hängen jetzt beide Punktscheinwerfer, wenn ich die aufdrehe. An dem kleinen hängt ein kleiner Halogenstrahler, der hat nicht so viel Leistung hier. Und hier habe ich den zweiten Halogenstrahler dran. Und das kann man natürlich beliebig versteckern. Ich habe also jetzt hier 6 Kabel, die hierher kommen und 4 Trafos, wo ich es regeln kann und kann da diese Studiobeleuchtung mit auswählen. So, jetzt schauen wir uns das an. Ich drehe jetzt erstmal das Oberlicht auf. Das sind jetzt 220 Volt. Das sind 2 500 Watt Fotostrahlerbirnen. Das ist alles noch da von meinem Vater. Und das drehe ich jetzt wieder aus. Dann haben wir die beiden Punktstrahler. Die haben auch 2x 500 Watt. Die kann man einstellen. Also ich führe das mal vor. Da ist hier die Fokusschraube. Und da kann man die Punktgröße einstellen. Der andere kann das auch. Also die Punktstrahler. Und dann haben wir hier einen Fotofluter rechts. Der hat 300 Watt oder so. Normal braucht man nicht so viele Lampen. Also das ist jetzt alles, was ich habe. Also Fotofluter rechts. Und das ist Fotofluter links. Das sind 500 Watt, das sind 3 Lampen. Also das ist ganz ordentlich. So, da kann man halt dann komponieren mit Licht. Aber so viel braucht man eigentlich nicht. Und man sieht, in der Mitte ist das Fotorollstativ, wenn man das hart benutzen will. Jetzt steht es hier auf dem Extrastativ. Ja! Moment, ich komme gleich. Naja. So, jetzt haben wir hier Oberlicht und den einen Punktscheinwerfer ins Gesicht und den anderen auf die Beine.
Und da kann man halt dann rumspielen mit dem Licht. Und das, wenn man das als Selbstaufnahme macht, kommt es natürlich nicht so gut, wie wenn man ein anderes Fotomodell hat und da hinter der Kamera steht und beleuchtet. So, jetzt geht dieses Ad-hoc-Video zu Ende und in den nächsten Videos wird man auch sehen, was man damit machen kann mit den Scheinwerfern und dem kleinen Studio. Das benutze ich dann. Und das kommt dann demnächst. So, das war's dann für diesmal. Tschüss!